Innerhalb weniger Monate ist ein Grazer Start-up-Unternehmen zu einem der größten Produzenten von Qualitätsschutzmasken in Österreich geworden. Das Jungunternehmen hat seine Produktion auf dem Gelände der ehemaligen Kirchner Kaserne in Graz hochgefahren. Anfangs 5 Mitarbeiter, jetzt 76. Millionen Masken werden produziert. Früher organisierte er Veranstaltungen. Die Corona-Pandemie hat ihn zum Unternehmer gemacht. Dominik Holzner, gebürtiger Weststeirer, wollte nicht akzeptieren, dass bei uns Schutzmasken vorwiegend aus Asien importiert werden. Der 29-Jährige zog mit Hilfe einiger Investoren eine Produktion hoch. Obwohl die Meinungen auseinandergegangen sind, ob gut oder schlecht, haben wir uns dafür entschieden, einfach in dieses Business zu investieren. Dann haben wir gleich mal investiert, dann ist das Ganze abgeflaut, dann hat man noch weniger dran geglaubt. Aber mittlerweile, der Erfolg gibt uns recht, wir expandieren enorm derzeit. In der ehemaligen Kirchner Kaserne in Graz hat das Unternehmen Hallen gemietet. Erzeugt werden Qualitätsmasken aus Österreich, mit Rohstoffen ausschließlich aus Europa. Wir haben mit 5 Personen angefangen und 2 chinesischen Maschinen. Die haben wir dann komplett umgebaut, meine Techniker. 76 Mitarbeiter gibt es derzeit. Zu den anfangs 2 Maschinen sind 15 weitere gekommen. Fürchtet er nicht, dass mit den Impfungen im Frühjahr der Markt wieder zusammenbricht? Ich glaube, es war nicht die erste Pandemie. Es wird auch nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ich glaube, wir gehen mit dieser Maske in die Zukunft. Die nächsten Ausbauschritte stehen daher fest. Nächstes Jahr will man einen neuen Standort südlich von Graz eröffnen und schon jetzt die Produktion weiter hochfahren. Diese Woche noch soll eine Hochleistungsmaschine hier ankommen. Dann werde man den Bedarf von ganz Österreich von täglich rund 2,5 Millionen Masken mühelos abdecken können.